Als ich das gedreht habe, hat noch keiner was zu seinen 7 Gegenständen gesagt gehabt. Inzwischen gibt es dazu schon ein Statement tatsächlich vom Sascha Huber. Ich glaube, so heißt er. Ja, so heißt er. Der hat mehr oder weniger tatsächlich plus minus dasselbe aufgezählt wie ich. Das ist ein Zufall. Ja? Also ich habe das zeitgleich mit meinem ersten Video, das ist ja schon ein Weilchen her, aufgenommen. Und da wusste ich das noch nicht, dass der zufälligerweise gerade das gleiche mitnehmen möchte wie ich. Aber es gibt ein paar Gegenstände, die wird so ziemlich jeder dabei haben. Die sind sehr, sehr offensichtlich. Das ist wie bei der ersten Staffel auch. Da war zum Beispiel der Schlafsack ja ziemlich offensichtlich und in irgendeiner Form ein Schneidutensil auch ziemlich offensichtlich. Daher, ne? Also nur, dass jetzt nicht mir unterstellt wird, dass ich das exakt beim Sascha Huber abgeguckt hätte. Das ist wirklich nur ein Zufall. Davon abgesehen, imponiert es mich sehr, dass der Sascha auch offenbar doch relativ schnell herausgefunden hat, was für mögliche sinnvolle Gegenstände man so mal mitnehmen könnte. Ja? Zumal er ja jetzt nicht so die Riesenautoerfahrung hat, habe ich zumindest den Eindruck. Aber ja, kann ich auch täuschen. Also, jetzt legen wir mal los. So, hallo und herzlich willkommen zurück auf meiner Bank. Für mich ein paar Sekunden, für euch ein paar Tage zwischen den Videos. Ja, ich wollte noch ein bisschen kurz referieren, was denn für 7 Gegenstände für mich bei Seven vs. Wild in Frage kommen würden für die tropische Inselsituation. Und mir sind auch tatsächlich 7 eingefallen. Jetzt kann man sich natürlich kloppen, würde man auch mit weniger als 7 notfalls auskommen. Notfalls bestimmt. Ja. Das hängt auch vom handwerklichen Geschick ab. Beispiel. Tarp, ne? Als Regenschutz, weil regnen wird es vermutlich. A, braucht man vielleicht möglicherweise überhaupt gar nicht unbedingt einen Regenschutz? Ist halt extrem ungemütlich. Ja? Also man könnte natürlich versuchen, sich mit Palmenblättern, jetzt gehen wir mal spaßeshalber davon aus, dass es Kokospalmen geben wird. Ich habe so das Gefühl, dass es Kokospalmen geben wird. Wirklich ein sehr, sehr intensives Gefühl. Wir machen übrigens im Anschluss an die 7 Gegenstände noch einen kleinen Exkurs zur Kokospalme, weil die ist wichtig, und gehört quasi zu meiner Strategie noch ein Stück weit mit dazu. Kokospalmenblätter werden beliebterweise häufig zu Dächern im tropischen Survival, da wo es die Dinger gibt, zu Dächern geflochten. Die sind dann absolut wasserdicht und man kann sich da tolle wasserdichte Hütten mitbauen. Haken muss man natürlich können, solche Flechtereien. Und das müsste man jetzt im Vorfeld üben, dass man also wirklich sagt, man fährt irgendwo hin, wo es Kokospalmenblätter gibt und dann schnappt man sich davon ganz viele und dann übt man damit eine Hütte zu bauen. Und wenn man das dann kann, dann kann man sich sicherlich sagen, okay, dann brauche ich auch keinen Tarp. Schlimmstenfalls brauche ich da einen Tag, bis ich das fertig geknüpft habe. Oder ja, man muss halt so lange üben, bis man halt eben nicht ganz einen Tag braucht oder vielleicht doch einen Tag, aber nicht viel länger. Und dann würde man sagen können, dann brauche ich unbedingt einen Tarp. Und wenn ich dann einmal nass werde, bevor das Ding fertig ist, oder auch von mir aus zweimal nass werde, dann ist das zu verschmerzen, aber danach habe ich es ja trocken. Das wäre also so eine mögliche Strategie, wie man ohne Tarp klarkommen könnte. Ja, das nur mal vorneweg. Braucht man einen Schlafsack? Nö. Durchgehend über 20 Grad, da braucht kein Mensch einen Schlafsack. Ein kleines Deckchen oder sowas ist sicherlich gemütlich, sollte aber auch ohne gehen. Das kriegt man auf jeden Fall auf die Reihe. Man hat ja Kleidung, gehe ich mal davon aus, dass man ein gewisses Maß an Kleidung hat. Kann natürlich sein, dass so Ideen wie nackig oder nur mit der Unterhose oder mit Badehose oder Bikini für die Damen oder was auch immer noch irgendwie aufgenommen wird. Dass man da aus medienwirksamen Gründen auf so eine Idee kommen könnte. Da könnte ich mir vorstellen. Ja, sollte so ein Naked Survival in Anführungszeichen eine Rolle spielen, dann ist das natürlich schon gefährlich, weil man sich dann halt eben doch sehr schnell einen Sonnenbrand holen kann. Und so gänzlich ohne Kleidung wird es dann nachts dann doch auch gefühlt kühl, nicht wirklich kühl. Und wenn man dann noch nass wird im Regen, ja, könnte das ein bisschen unangenehm sein. Deswegen braucht man aber trotzdem garantiert keinen Schlafsack. So. Das nun mal so als zwei kleine Ideen vorweg, beziehungsweise Kommentare vorweg. Das mit der Kopfbedeckung habe ich ja schon gesagt, also bei der Klamottenwahl. Ich würde auf jeden Fall eine lange Hose mitnehmen,
kurze Hose, da kannst du dann immer noch in Unterhose rumrennen, wenn du eine kurze Hose brauchst. Ist überhaupt kein Problem. Oder halt so eine Zip-Off-Hose, irgendwie sowas, aber eine lange Hose, falls man doch mal in den Wald muss. Ich würde stabile, gute Schuhe mitnehmen, weil barfuß am Strand rumlaufen, das kann man im Zweifel immer. Für im Wald rumlaufen brauchst du stabile, gute Schuhe. Irgendwas Kniehohes nach Möglichkeit, vielleicht sogar Schutz vor Blutegeln, wäre eine ganz gute Wahl, wenn man dann sowas mitnehmen darf. Aber ja, der Einheimische, der sich da auskennt auf seinen Inseln, in dieser Natur groß geworden ist, der mag mit irgendwelchen Sandalen oder barfuß herumspazieren. Für mich wäre das schon wichtig, dass ich dann irgendwelche vernünftigen, wirklich schön hochgeschnittenen Stiefel habe, einfach als Schutz der Füße, damit man sich da nichts kaputt macht. Auch falls man auf was drauftreten sollte, was möglicherweise giftig sein könnte, Spinne, Schlange, was auch immer. Das ist ja nicht völlig auszuschließen, dass es da sowas gibt. Das ist sogar gar nicht so unrealistisch, dass es da sowas gibt, bis hin zu sicher. Und da wären dann auf jeden Fall eine wichtige Sache, ein gutes Schuhwerk, ein Gürtel dazu zur Hose, das ist, denke ich, in jedem Fall okay. Und dann langt aber auch wirklich ein T-Shirt. Aber vielleicht, also wenn ich noch ein zusätzliches Kleidungsstück neben dem T-Shirt von oben rum mitnehmen dürfte, ich weiß ja nicht, wie viele Klamotten zugelassen werden, dann würde ich auf jeden Fall noch was Langärmliches verwenden wollen, auch nach Möglichkeit noch mit Kapuze, auch einfach als Sonnenschutz vor allen Dingen. Ja, einfach damit man sich vor der Sonne, vor den Insekten einigermaßen mit Textilien verstecken kann. Darum geht's. Kopfbedeckung versteht sich von selbst. Diese da. Nur ne, theoretisch, wie gesagt, ich habe da überhaupt keine Ambitionen für die Wildcard bewerben. Übrigens haben ein paar Leute gemeint, bewerb dich doch für die Wildcard, ich habe zu viele Abonnenten. Man darf höchstens 10.000 Follower auf seinem Follower-stärksten Social-Media-Kanal haben, um in die Frage zu kommen, um in Frage zu kommen für die Wildcard. Ja, und davon abgesehen, ich habe weder Zeit noch habe ich wirklich Lust. Und ich mache das viel lieber kommentierend, so als Fußballzuschauer sozusagen vom Sofa aus, der alles besser weiß als der Bundestrainer und selbstverständlich selber 5 Tore geschossen hätte und gewonnen hätte. Selbstverständlich. Ja. Na, das ist natürlich assi ein Stück weit, aber so ist es. Wie beim Fußball. So, ja, also das wär's zu Klamotten im Grunde. Kriegt man noch ein extra Tüchlein, würde ich auch noch extra ein Halstüchlein mitnehmen, dass man sich dann auch nochmal über den Kopf wickeln kann. Man kann alternativ zu einem Hut, vielleicht wäre es wirklich sinnvoll, auch eventuell einfach wirklich nur ein Kopftuch zu nehmen, irgendein leichtes Tuch, dass man sich so turmbahnartig ums Gewicht wickeln kann, mit dem man sehr viel vom Gewicht, Gesicht, vom Kopf bedecken kann und dann nur noch so ein kleines Löchlein hat, wo man rausguckt. Sowas wie ein Schemack zum Beispiel oder Schemek oder wie auch immer die Dinger noch so heißen. Kufia. Das zu den Klamotten. Jetzt erstmal 7 Gegenstände. Ganz vorweg, wichtig, 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 und da gehe ich davon aus, dass das als ein Gegenstand zählt, was bei der letzten Staffel auch schon so war, die Hängematte mit Mückennetz. Die ist, anders als bei Schweden-Verhältnissen, nicht nur ganz nützlich, sondern essentiell. Auf keinen Fall sollte man versuchen, in tropischen Lebensräumen auf dem Boden zu pennen. Hängematten sind da das A und O, da kommen die her und man schläft da auf nichts anderem. Naja, jedenfalls wird beim Dschungel Survival die Hängematte absolut als notwendig erachtet. Und die Einheimischen, die schlafen teilweise schon auch am Boden, aber dann in befestigten Unterkünften, wenn man das dann so nennen möchte, häufig ohne Wände. Wände braucht man da nicht, aber mit Dach und mit Boden vor allen Dingen. Oft ein etwas erhöhter Boden, damit man eben von den Krabbelfiechern ein bisschen weg ist. Also nicht direkt auf der bloßen Erde und das schon gar nicht mitten im Dschungel, sondern wenn dann überhaupt, dann halt im Rahmen von eben so einem befestigten Lager oder von einem Dorf. Ne? Also nur damit wir jetzt nicht so den Eindruck erwecken, die würden nur alle in Hängematten hängen. Das tun sie jetzt auch wieder nicht. Insbesondere für jemanden wie uns, der wir genetisch nicht und erfahrungstechnisch nicht angepasst sind auf solche Lebensräume, da brauchen wir unbedingt eine Hängematte. Also wer nicht sagt, ich nehme eine Hängematte mit, der wird sein
der wird seines Lebens da bestimmt nicht froh. Vielleicht kann man noch am Strand liegen, direkt auf dem Sand. Das sollte funktionieren. Da werden auch nicht allzu viele Krabbelviecher unterwegs sein, weil die halt eben nicht auf den Sand spezialisiert sind, sondern auf den Waldboden hinterm Sand. Und dann da erheblich mehr unterwegs sind. Auf dem Sand selber wird es auch nicht allzu viel zu essen für die geben, bis auf so ein paar Spezialisierte. Und die paar Spezialisierten wäre durchaus möglich, dass die vorbeikommen und dann über einen rüberkrabbeln, wenn man wirklich beschließt, ohne jeden Insektenschutz und ohne jede Umhüllung auf dem Boden zu liegen. Ja, potenziell würde auch gehen, statt Hängematte einfach ein Mückenzelt, wenn das als ein Gegenstand zugelassen ist, dass man dann halt auf dem Boden, wie gesagt, auf dem Strand befestigt. Ja, vielleicht auch sowas. Ja, das wäre denkbar. Dafür habe ich dann tatsächlich zu wenig praktische Erfahrung. Da kommt es jetzt auch nochmal darauf an, um welche Insel es sich letztendlich auch wirklich dreht. Dann könnte man das vorher noch recherchieren. Ob da auch ein Bodenschlafen mit so einem Mückenschutzzelt möglich ist und wenn ein Mückenschutzzelt eben zulässig ist. Ansonsten definitiv die Hängematte. Jetzt weiß man nicht genau, ist eine Hängematte einfach nur die Hängematte ohne Aufhängung? So war es in der letzten Staffel. In dem Fall wäre es natürlich erheblich hilfreich, zur Hängematte noch eine Aufhängung bzw. einen Haufen Schnur, die berühmten 15 Meter, war das so, 15 Meter Paracord noch mitzunehmen. Die würde ich dann auch ganz gerne haben wollen. Man kann sich zum Beispiel aus dem Mesokarp der Kokosnuss, das ist diese faserige Geschichte zwischen der eigentlichen sogenannten Nuss und der äußeren ledrigen Haut. Eine Kokosnuss ist ja nicht nur so klein, sondern das ist eigentlich so ein Riesending, das aus jede Menge Schwimmfasern besteht, die dafür da sind, dass wenn die Kokosnuss ins Wasser fällt, sie wegtreibt, zur nächsten Insel treibt, da dann keimt und so weiter. Ja? Aber dieses Mesokarp, diese Fasern, die da zum Schwimmen dienen, aus denen kann man zum Beispiel wunderbar Seile und ähnliche Textilien herstellen, Kokosmatten, Kokosfaser, Dämmplatten und so ein Zeugs kann man aus sowas herstellen. Man könnte sich also, wenn man weiß, wie es geht, auch da wäre jetzt angemessen, eben nochmal nach unten, da unten irgendwie hinzukommen und das auszuprobieren und das zu trainieren im Vorfeld, je nachdem, wie ernst man die ganze Nummer nimmt und wie viel Zeit man hat und wie viel man investieren möchte, um vielleicht zu lernen, wie man in tropischen Lebensräumen mit Kokosnuss zum Beispiel Seilersatz herstellt. Da müsste man aber in kurzer Zeit so viel Seilersatz herstellen, dass man damit eine Hängematte aufhängen kann. Das wird schwierig. Und die Survival-Martin-Methode, die mir ja sehr imponiert hat bei der ersten Staffel, sprich so viel Klamotten haben, die Bändel besitzen, dass man mit den Bändeln einen Tarp zumindest mal abspannen kann. Ha, das funktioniert bei einem Tarp, bei einer Hängematte, die viel Gewicht halten muss, wird das wahrscheinlich dann nicht reichen. Und außerdem gehe ich davon aus, dass eben die Menge der mitführbaren Klamotten dafür zu stark eingeschränkt wird. Höchstens mit einem Gürtel könnte man auf der einen Seite das Ding noch festmachen, dann hat man keinen Gürtel mehr. Okay. Aber wie kriegt man es auf der anderen Seite fest? So einen langen Gürtel, viel zu langen Gürtel mitnehmen. Ich weiß nicht, ob das zulässig wäre, einfach zu sagen, ja, ich nehme bestimmt zu in den 7 Tagen, deswegen wickel ich mir jetzt einen Gürtel 5-mal um die Hüfte, falls ich dicker werde. Aber sowas ist ja Zweckentfremden von Gegenständen. Das war ja schon bei der ersten Staffel so ein bisschen ein Problem, dass man das nicht durfte. Wenn man also einen Gegenstand hat, der keinen Multifunktionsnutzen im klassischen Sinne hat, dann darf man dem auch nicht zusätzliche Multifunktionsnutzen unterstellen. Zum Beispiel auch der Sack, mit dem die auf die Insel geschwommen sind bei der ersten Staffel, der durfte dann ja später nicht mehr verwendet werden. Also nicht, um dann noch sich draufzusetzen und irgendwie nochmal Zeug drin zu verpacken und was weiß ich. Ja, also der war dann ja ein toter Gegenstand, weil man ja nur seine 7 Gegenstände verwenden durfte und so weiter und so weiter. Also man darf nichts mitschmuggeln auf gut Deutsch. Zumindest letztes Mal war das so. Das heißt, Schnur wird wahrscheinlich notwendig sein. Und wenn man sowieso schon Schnur dabei hat, kann man auch noch gleich seinen Tarp damit aufhängen. Damit wären wir dann beim dritten Gegenstand, Tarp. Also, Hängematte, Schnur, Tarp. Wie gesagt, ist die Hängematte mit Material zum Aufhängen als ein Gegenstand zulässig, dann würde ich fürs Tarp jetzt nicht noch unbedingt Schnur brauchen. Das kriegt man auch anderweitig aufgehängt mit improvisierter Schnur, mit Stöcken, mit Möglichkeiten, die sich einem da möglicherweise bieten könnten. Heringe in den Boden und so weiter und so weiter. Tarp so groß wie es geht, selbstverständlich. Das wäre, glaube ich, 3x3 Meter, so war es zumindest letztes Mal. Und damit hat man dann zumindest schon mal einen Unterschlupf, in dem man sehr, sehr, sehr viel Zeit verbringt.
gehen kann, weil da ist man dann wunderbar geschützt. Da wird man weder nass, noch kommen die Viecher an einen ran, weil man ja ein Mückennetz hat, und bequem liegen bzw. sitzen, je nachdem wie man seine Hängematte nutzen möchte, kann man da dann auch. Ich persönlich bin zwar kein großer Freund von Hängematte zum Schlafen, ich fühle mich da irgendwie zu schaukelig, aber ja, ich denke, das würde mit der Zeit dann auch irgendwann funktionieren, dass man das dann auf die Reihe bekommt. Ich mag den Kontakt zu festem Material, wenn ich schlafe, drum dieses Luftige. Ja, es gibt Leute, die stehen da ja total drauf, ist auch in Ordnung, völlig okay, ich nicht. Falls Schnur also nicht notwendig sein sollte, weil Hängematte mit Aufhängungsvorrichtung möglich ist, dann ein Topf. Ja? Dann ein Topf. Sonst Schnur. Ja? Topf nicht so essentiell wichtig, meiner Meinung nach, weil tatsächlich ist es in dem tropischen Lebensraum, und nochmal, ich gehe davon aus, dass es da Kokosnüsse gibt, ist es nahezu nicht nötig, großartig ein Gefäß dabei zu haben, mit dem man Wasser sammeln, Wasser abkochen oder sonst was kann, weil das geht auch alles mit einer Kokosnuss. Wahlweise mit der noch frischen, nicht reifen Kokosnuss, die kann man mit dem Messer einfach, oder mit der Machete vor allen Dingen, einfach aufschneiden, oben ein Löchlein reinmachen, ein kleines, man kann auch möglicherweise ein Löchlein reinbohren, je nachdem wie man sein Werkzeug verwendet. Und erstens kann man die dann aussaufen, die hat eine süßliche Flüssigkeit drin. Oder ja, man kippt sie aus, dann kann man es auch gleich vorher austrinken und dann hat man ein Gefäß. Halbiert man das Ganze, dann hat man ein Gefäß, in dem man potenziell auch kochen kann. Wie kocht man mit sowas? Hält man es übers Feuer? Nee, macht man nicht. Man nimmt einen Stein, irgendwo müsste man dementsprechend... Hier fliegt so eine blöde Wespe rum. Dementsprechend müsste man irgendwo einen Stein herbekommen. Und wenn man dann einen Stein hat, dann schmeißt man den Stein ins Feuer. Der Stein wird heiß. Und den heißen Stein, den legt man dann wiederum mit einer Astzange natürlich, nicht mit der Hand anfassen, in seine Kokosnuss, in die Hälfte, Schale, ja, insbesondere von der reifen Kokosnuss, also die großen braunen, die wir kennen, die wir so auch im Supermarkt kaufen können, so eine Kokosnusshälfte. Da machst du ein bisschen Wasser rein, schmeißt deinen Stein hinterher, dann machst du zisch. Die Hälfte vom Wasser ist weg, die andere Hälfte kocht, fertig. Ja, dann hast du Wasser abgekocht. Das funktioniert auch, wenn du dir ein Süppchen kochen möchtest, dann musst du halt eben sehr viele, sehr kleine Portionchen Suppen in jeweils, sagen wir mal, 2/3 Kokosnusshälften machen. Hat ja keiner gesagt, dass man die in der Mitte halbieren muss. Man kann ja vielleicht auch wirklich so eine größere Kokosnussschale sich bauen. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, eine Schale produzieren ist in Ländern mit Kokosnuss erheblich einfacher als in anderen Ländern, weil zum Beispiel müsste man in Skandinavien wirklich einen Baumstamm so weit aushöhlen, bis der eine Schale bildet, wenn man eine Schale haben möchte. Mir ist keine andere Möglichkeit bekannt, abgesehen von der Birkenrinden, Fichtenrinden, sonst was Rindenschale, wie das der Fabio gemacht hat, die aber ja auch nicht besonders dicht gewesen ist. Und für langfristiges Wasser aufbewahren oder für drin kochen, wahrscheinlich nicht ganz dicht genug gewesen ist. Hätte man noch ein bisschen weiter dran rumtüfteln können, vielleicht hätte man es dicht hinbekommen. Ja, das ist so die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit eben, wie gesagt, wirklich mit einem massiven Werkzeugeinsatz einen Baumstamm aushöhlen, dicken Ast aushöhlen, sowas in die Richtung. Sei es von oben, also über einen Querschnitt, den einfach auslöffeln, oder sei es so liegend, dann in der Mitte eine Mulde rein und die Mulde vertiefen. Irgendwie sowas. Ja. Oder man reibt sich tatsächlich eine Mulde in einen Stein und wenn es dann regnet, hat man da Wasser, aber das kann man dann natürlich nicht transportieren. Das ist also auch so ein bisschen ein Thema. Da bräuchte man auch noch ein sehr weiches Gestein für, in den vulkanischen Gesteinen, so Bimmsteingesteine, würde das sogar gehen. Aber das Problem ist, dass die dann auch nicht wirklich wasserdicht sind. Heißt, wenn es da reinregnet, hast du kurze Zeit Wasser in deiner Mulde. Das verdunstet A sehr, sehr schnell in den Tropen und B versickert es auch noch durch den Stein durch, weil der immer noch nicht wasserdicht ist. Verschiedene Möglichkeiten, an eine Schüssel zu kommen. Ich höre an der Stelle auf. Aber die Kokosnuss macht das Schüsselherstellen jedenfalls unglaublich viel leichter und damit, ja, würde ich dann behaupten wollen, dass ein Topf tatsächlich optional nützlich, keine Frage, aber optional ist. Weil nochmal, man kann da eben auch drin kochen, indem man heiße Steine dann ins Wasser fallen lässt. Ist alles super mühsam, man hat ja auch Zeit. Gut, was habe ich mir denn noch überlegt?
Also Topf, wie gesagt, nur wenn Schnur nicht nötig ist. Dann, wenn man darf, die berühmte Umkehrosmosepumpe, wie im ersten Teil schon erwähnt, die drückt quasi das Salz aus dem Wasser, in Anführungszeichen. Das ist ein ziemlich komplizierter Prozess und ich spare mir jetzt das Versuchen zu erklären. Das müsste ich mir vorher auch nochmal reinpfeifen. Aber das gibt es. Das gibt es insbesondere für Rettungsboote, dass die so ein Ding an Bord haben, womit man dann eigentlich für die Besatzung des Rettungsbootes genug Wasser, wenn dauernd einer am Pumpen ist, herstellen kann. Meistens ist es so, erstens sind die sauteuer, wenn man sie privat kaufen möchte. Zweitens, man muss ziemlich viel pumpen für ziemlich wenig Wasser. Also bis man einen Liter da zusammen hat, da ist man dann, wenn es dumm läuft, eine halbe Stunde am Pumpen. Ja? Aber dann bist du halt eine Stunde am Tag am Pumpen für 2 Liter bestes Trinkwasser. Da geht alles raus. Also eine Umkehrosmosepumpe holt egal was aus dem Wasser. Da kannst du jede noch so furchtbare Dreckbrühe, mal abgesehen von radioaktiv verstrahlt und solche Späße, aber wirklich so ziemlich fast jede Dreckbrühe, die du irgendwo finden kannst, kriegst du mit dem Ding wieder in Trinkwasser verwandelt. Ja, das ist also wirklich eine ganz, ganz dufte Angelegenheit. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das einfach dass das zu den verbotenen Gegenständen zählen wird. Wenn nicht, würde ich es euch, liebe Seven vs. Wild Menschen, wirklich ans Herz legen, das zu verbieten, weil sonst kommt tatsächlich, jetzt wo ich es gerade gesagt habe, noch einer auf die Idee, sich so ein Ding mitzunehmen und sich dann Meerwasser zu filtern, wie er lustig ist. Und das wäre ja schon fast langweilig, ne? Darum, wenn die Umkehrosmosepumpe, wie gesagt, verboten werden sollte, würde ich, und dann hoffe ich, dass das zulässig ist, mir eine Distille mitnehmen. Kann ich noch nicht genau sagen, wie das exakt aussehen soll, aber nehmen wir mal an, das ist ein Gegenstand, ja, es ist ein zusammenhängendes Teil. Das kann zum Beispiel sein, ein großer Glaskolben, das wäre jetzt ein bisschen blöd, weil der geht kaputt. Großer Kupferkessel wäre also dementsprechend besser und groß ist relativ, das geht auch mit einem kleinen Ding. Ja, je nachdem, wie groß das denn sein dürfte, wie man es denn mitnehmen dürfte. Also Idee, so grob, ich versuche euch mal ein passendes Bild einzublenden, ich weiß noch nicht, ob ich eins finde im Internet, aber so grob so ein Kesselchen, ja, den kann man aus Feuer setzen, drauf hängen, dran stellen, was auch immer, einfach das Wasser da drin heiß machen. So, und dann ist da oben dran erstmal so ein Hals und dann führt von da ein Rohr weg zur Seite. Und da hört das Rohr auf und dann tropft es da quasi runter. So, der Witz ist jetzt, dass man über diese Länge dieses Rohres irgendwelche nassen Klamotten zum Beispiel dranhängt oder sonst irgendwie das Wasser, wenn es da durchfließt, kühlt. Im Fall von eben einer tropischen Insel musst du dann halt dein T-Shirt, dein Halstuch, deine Unterhose, deine Socken, ich gehe mal davon aus, dass man Socken mitnehmen darf, irgendein Textil ins Wasser tauchen, Meerwasser ist völlig egal, Dreckwasser, Wurscht, Urin funktioniert auch, ganz egal, irgendeine Flüssigkeit, einfach damit die Verdunstungskühle dieser Flüssigkeit in Kombi mit diesem Tuch, was man um dieses Rohr, was da rausragt, aus der Distille drumherum wickelt. So, und jetzt passiert Folgendes, ne? Unser Wasser kocht, Wasserdampf steigt auf, Wasserdampf kann oben nicht entweichen, sondern entweicht zur Seite weg durch das Rohr. Während der Wasserdampf durchs Rohr unterwegs ist, wird es hier am Rohr erheblich kühler, das heißt, die Temperatur von unserem Wasserdampf nimmt ab, sinkt sinnvollerweise bitte unter 100 Grad, das heißt, unser Wasser kondensiert, wird wieder zu Wasserdampf kondensiert, wird wieder zu Wasser und tropft dann fröhlich aus dem Loch, aus dem Rohr raus. Darunter hält man wieder den obligatorischen Kokosnussbecher und sammelt sich da destilliertes Wasser. Destilliertes Wasser ist so erstmal in größeren Mengen nicht trinkbar. Das würde dem Körper Mineralien entziehen. Es ist aber ganz simpel, diese Mineralien vorher dem Wasser wieder hinzuzufügen, indem man ein paar Körnchen Sand reinschmeißt und fertig. Ja, ganz, ganz simpel. Ein bisschen Dreck aus dem Wald, 5 gekillte Mücken, Kokosmilch, Kokoswasser, ein paar Pflanzenfasern, völlig wurscht. Hauptsache irgendwie ein bisschen was wieder rein, wo es die Mineralien raussaugen kann, anstatt eben aus unserem Körper. Ja, im Zweifel ein bisschen mehr, wenn man da Angst hat, dass das destillierte Wasser einem was antut. Aber man kann auch sonst mit dem normalen Zivilisationshaushalt an Mineralien, die jeder haben wird, wenn er zu sowas aufbricht, kann man eine ganze Weile destilliertes Wasser saufen, bis einem wirklich die Mineralien im Körper dann tatsächlich knapp werden.
Davon abgesehen, dass wir ein gewisses Maß an Mineralien über Kokosnussfleisch, Kokosfleisch fressen, wieder aufnehmen können. Ja, weil wir gehen ja davon aus, dass es Kokosnüsse gibt. Dementsprechend können wir die natürlich auch essen. Ja, so, dann wäre das Wasserproblem auf jeden Fall nachhaltig gelöst. Einziger Haken, man braucht ziemlich viel Brennstoff und muss das Ding relativ häufig wieder voll machen. Und das ist ein sehr zeitaufwendiger Prozess, aber ist eine, die primitivere Methode, um aus Meerwasser Trinkwasser zu machen. Und egal, was für eine Situation auf dieser Insel herrscht, irgendwas zum Feuer machen wirst du hoffentlich finden. Wenn du kein Feuer in Gang kriegst, dann liegt es hoffentlich daran, dass es gerade regnet. Und jetzt haben wir ja auch ein Tarp. Und mit einem Tarp kannst du auch wunderbar dir ein Regenauffanggerät bauen, sprich ein großes Segel. Und da wird es, wenn es regnet, wirklich ordentlich regnen. Und dann stellst du halt an die Abtropfkante deines Tarps eine Kokosnuss oder zwei oder drei oder vier oder fünf und wechselst die jeweils durch, wenn sie voll sind, und sammelst auf diesem Wege haufenweise Regenwasser. Regenwasser ist auch wieder destilliertes Wasser. Und da haben wir dann auch wieder das Problem, dass wir dem ein gewisses Maß an Mineralien wieder zuführen müssen, bevor wir das in größeren Mengen trinken dürfen sollten, sage ich jetzt mal. Allerdings ist Regenwasser nicht ganz destilliertes Wasser. Das hat auf dem Weg durch die Atmosphäre schon noch den einen oder anderen Dreckpartikel aufgenommen, mit dem es dann möglicherweise auch schon genügend in Anführungszeichen Mineralien enthält. Was man auch prima machen kann, wenn man dem Wasser eine gewisse Menge an Salz wieder zuführen möchte, ist einfach ein winzig bisschen für die Mineralien, ne, für das Salz im Körper. Wir brauchen ja Salz in einem gewissen Maß. Winzig bisschen Salzwasser einfach wieder dazu machen zum destillierten Wasser und fertig. Also auch das ist eine valide Möglichkeit. Ja, das funktioniert auch prima auf hoher See, wenn man da irgendwie mit der Yacht unterwegs ist und solche Späße. Nur hat man da nicht genug Brennmaterial. Man kann Wasser auch mit der Kraft der Sonne ein Stück weit destillieren, wenn man einfach einen großen Glasdestillierkolben hat und da brutzelt die Sonne drauf und dann dampft da auch nach und nach von alleine Wasserdampf aus, ohne dass man Feuer drunter macht. Das dauert halt nur sehr, sehr langsam und man bräuchte einen sehr großen Destillierkolben und dann nur sehr wenige Personen, die von diesem Wasser dann leben sollen. Und außerdem muss das Gefäß, in dem man das Wasser sammelt, in das es also reintropft, das destillierte Wasser, das sollte dann auch irgendwie so beschaffen sein, dass es da nicht sofort auch wieder raus verdunstet. Ja, also stellst du da eine große offene Schüssel hin und dann tropft es rein und dann trocknet dieser Tropfen auch schon wieder weg, bevor der zweite Tropfen hinterher tropft. Das heißt, das wäre auch nicht besonders sinnvoll. Das müsste dann schon so ein enges Gefäß sein mit wenig Öffnung, mit wenig Kontakt zwischen Luft, heißer Luft, trockener Luft möglicherweise und Wasser. Ja, das so ein paar Grundsätze zur Destilliererei. Damit wäre also das Wasserproblem gelöst. Essen, wie gesagt, Kokosnüsse. Ne? Jeder, der im Dschungel unterwegs ist, jeder, der weiß, was er da tut, hat ein und denselben Gegenstand, der genau für den Dschungel gemacht ist, der exakt dafür konstruiert wurde und den da wirklich jeder dabei hat. Und das kann man aus vielen, vielen Publikationen von Leuten, die sich da sehr, sehr gut auskennen und da viel unterwegs waren, nachlesen. Das ist die Machete. Das ist mit Abstand das praktischste Multifunktionswerkzeug, das du im Dschungel haben kannst, das du dabei haben kannst, mit dem du dich durchs Unterholz hacken musst, kannst. Und Unterholz wird es vermutlich geben auf besagten Inseln. Gerade solche Monsuminseln, die ich da vermutlich als ziemlich wahrscheinlich einschätze, haben ein sehr, sehr dichtes Unterholz, das auch immer grün ist und daher auch gerade in der Regenzeit ziemlich unpassierbar sein dürfte, wenn man sich da nicht ein bisschen mit der Machete weiterhilft. Ja, oder zumindest nie unpassierbar sein könnte. Ja, das genau kann man das nicht sagen. Aber mit der Machete kannst du prima alle möglichen tropischen Hölzer bearbeiten, Spalten, Palmen, Kokosnüsse aufmachen, ganz wunderbar mit der Machetenrückseite draufhauen, dann gehen die meisten schon kaputt, habe ich mir sagen lassen. Man kann damit notfalls auch ein bisschen versuchen, ein Loch zu bohren. Tolles Werkzeug, ja, tolles Werkzeug. Zum Beispiel sowas wie dieses Kukri-Dingens, was der Fritz da bei der ersten Staffel schon dabei hatte. Warum nicht? Das tut's auch für die Tropen. Ja, keine Frage. Die klassische lange Machete, ein bisschen flexibler Stahl, die dann ein kleines bisschen zur Seite eine gewisse Beweglichkeit hat. Das wäre so der Klassiker als Dschungelmachete. Aber dann kriegst du trotzdem auch Kokosnüsse auf.
So, ein Feuerzeug. Unbedingt ein Feuerzeug. Lasst mich mit dem blöden Feuerstahl in Ruhe. Ja, das ist ein Lebensraum, da kennen wir uns nicht aus. Da wissen wir nicht, ob es sowas Ähnliches wie Birkenrinde da irgendwie gibt. Ja, auch ich habe keine Ahnung, ob es da sowas gibt. Und wenn man da nicht was findet, was wirklich stark, schnell und leicht entflammbar ist, in einer unglaublich feuchten Umgebung, mit super hoher Luftfeuchtigkeit, würde ich mich auf keinen Fall auf einen dämlichen Feierstil verlassen wollen. Ne, irgendwas zum Anfinden würde da trockenes Gras. Ja, bei 80% Luftfeuchtigkeit findest du kein trockenes Gras. Vergiss es, das gibt's da nicht. Ja, nicht so trocken, dass man das nennenswert gut mit dem blöden Feierstil angezündet bekommt. Mag sein, dass es irgendwann hinhaut. Aber das ist unendlich viel umständlicher und erfordert erstmal jede Menge Suchen nach vernünftigen Zunder, was man mit dem Feuerzeug viel einfacher auch bei halb feuchtem Material haben kann. Ja, das musst du dann einfach so lange die Flamme dran halten, bis es halt trotzdem brennt, obwohl es nicht hundertprozentig trocken ist. Und schwuppdiwupp, schon hast du was, was brennt und dann kannst du damit halt weiterarbeiten. Ein Feuer zu machen wird ohnehin in der Regenzeit durchaus eine gewisse Herausforderung darstellen. Solange es regelmäßig regnet, ist es aber auch schlicht und ergreifend nicht unbedingt notwendig. Es wäre natürlich schön, aber nicht unbedingt notwendig, weil man ja an sein Wasser auch in Form von Regenwasser rangelangt. Das heißt, zum Betreiben der Destille wäre es nicht unbedingt nötig. Solange es regnet. Ja? Wenn es nicht regnet, dann eben doch und dann wäre ein Feuer auch was Schönes. Ja? Aber ich würde auf jeden Fall das Feuerzeug definitiv dem Feierstil vorziehen. Viel flexibler in der Anwendung, viel einfacher Dinge zum Brennen zu kriegen, als wenn man da vorher noch irgendwelche super trockenen, feinfaserigen Sachen haben muss, die man als Zünder verwenden kann. Insbesondere nochmal in einer Umgebung, wo man keine Ahnung hat, was es denn da so gibt, was als Zünder möglicherweise taugen könnte. Wenn du das nicht weißt, dann bist du mit dem Feuerzeug definitiv auf der sicheren Seite. Und das hält nicht ganz so lange, beziehungsweise ein Feuerstil, der hält für 300.000 Zündungen. Ja, aber das sind 7 Tage. Das sind nicht 300.000 Tage, wo man 300.000 Mal sein Feuer wieder von vorne anzünden muss. Davon abgesehen, wenn du ein vernünftiges Feuer machst. Und dann geht dir das, wenn du das super lange unterhältst. Und beim ersten Anzünden wäre es zum Beispiel ganz sinnvoll, halt wirklich so viel Holz da drauf zu schmeißen, dass man dann eine richtig fette Glut bekommt. Eine so fette Glut, dass die möglicherweise, wenn man da noch ein paar Palmblätter drüber legt, als Regenschutz, wenn es dann wieder das nächste Mal regnet, dass man die sogar erhalten kann, das Feuer dann einfach wieder angepustet bekommt, ohne nochmal separat neu was anzünden zu müssen. Einfach weil man so einen riesigen Berg Glut hat, dass der nie ganz auskühlt. Das ist bei dieser Umgebungstemperatur auch ein bisschen einfacher als in sehr, 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 sehr kalten Lebensräumen. Ja, ein bisschen. Das macht jetzt aber keinen essentiellen Unterschied. Darf man aber auf keinen Fall nicht vergessen, dass das auch eine Möglichkeit ist. Ja, also ganz ehrlich, für eine Woche, wirklich völlig egal. Da kannst du auch so ein ganz kleines Big-Feuerzeug mitnehmen. Das reicht für eine Woche trotzdem spielend. Überhaupt kein Problem. Ja, und wenn es nass wird, oh nein, es wurde nass, dann wartest du, bis es trocken ist und dann funktioniert es wieder. Ja, dann hast du halt 2 Stunden Wartezeit, bis du dein Feuerchen machen kannst. Schlimm, ja, furchtbar, furchtbar, furchtbar. In Lebensräumen, in denen es unbedingt essentiell ist, sofort ein Wärmefeuer zu bekommen, ist man vielleicht ganz gut beraten, verschiedene Optionen zum Feuermachen dabei zu haben. Sollte es aus irgendwelchen Gründen tatsächlich passieren, dass das Feuerzeug kaputt geht oder sonst was ist, dann ein Backup-Feuerstil ist eine feine Sache. Grundsätzlich ist ein Backup-Feuerstil, gerade weil die so klein sind und man sie im Grunde überall verstauen kann, zum Beispiel im Taschenmesserchen. Konkretes Beispiel. Backup-Feuerstil, ne? Flup. Ja, das ist einer. Ne? Ich mache jetzt keine Funken, könnte man so glauben. Anstatt im Zahnstocher. Kein Mensch braucht den Zahnstocher. Backup-Feuerstil ist dann erheblich nützlicher. Für sowas sind die großartig, keine Frage. Ja? Aber ganz ehrlich, nimm ein Feuerzeug. Was soll das? Das ist echt Blödsinn, meiner Meinung nach. So, und Herr der Ringe Gesamtausgabe. Immer noch, habe ich letztes Mal schon gesagt, würde ich diesmal wieder sagen, wir haben es wunderbar bei Survival Martin sehen können oder beim Chris, der zwar scheinbar keine größeren Probleme damit hatte, sich aber auch gelangweilt hat in der letzten Staffel. Wenn da 7 Tage lang nicht allzu viel passiert und man nicht allzu viel zu tun hat und man sagt, nö, auf die Challenge habe ich keine Lust, was
schön wäre, wenn das diesmal nicht alle machen würden und viele sagen würden, ja, ich versuch's und eine realistische Option haben, das jeweils auch hinzubekommen, dass mit da mehr Wettbewerb entsteht und ein bisschen mehr Action in die Sache reinkommt. Ja, das würde ich persönlich schön finden. Aber grundsätzlich, wenn du auf die Challenge keine Lust hast und schon zufrieden damit bist, 7 Tage auf der Insel zu hocken, dann wird dir langweilig. Ja, und dann ist es für die Psyche einfach erheblich hilfreicher, als zum Beispiel einen extra Topf jetzt noch dabei zu haben. Das ist nämlich mein 7. Gegenstand, das Buch, wenn man sich irgendwie die Zeit vertreiben kann. Ja, und es hieß übrigens letztes Mal, das haben ja auch dann viele in die Kommentare geschrieben, tatsächlich wäre ein Survival-Ratgeber ein verbotener Gegenstand gewesen. Also du hättest jetzt nicht ein Bestimmungsbuch für Pflanzen nach Schweden mitnehmen können, für schwedische Pflanzen oder sowas in die Richtung, das war nicht erlaubt. Ja, ähnlich würde es jetzt aussehen wie mit einem tropischen Survival in den Tropen Survival-Büchlein oder sonst wie. Davon abgesehen, das würde auch deswegen nicht viel helfen, weil das einfach unglaublich, habe ich ja schon gesagt, irgendwo in einem anderen Teil, vom ersten Teil glaube ich, unglaublich biodiverser Lebensraum ist, wahnsinnig vielfältig, sehr, 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 sehr schwierig, den zu verallgemeinern und daher so allgemeine Tipps sind nur begrenzt hilfreich, einige davon sicher sehr, alles was in Kombination mit zum Beispiel Kokosnüssen stattfinden kann, wenn ich mit meiner Kokosnussvermutung recht habe. Nochmal, ja, das weiß ich ja nicht, aber ich bin mir sehr, 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 die haben ja sonst, das Problem ist ja folgendes, ja? Wenn ich mit den Kokosnüssen falsch liege und es ist eine Insel ohne Kokosnüsse, dann kannst du ohne in Lebensgefahr geraten, fast keine Pflanze da nutzen. Wenn dir nicht vorher jemand explizit sagt, diese Pflanze, die kannst du essen und zwar folgendermaßen. Und das wäre dann, glaube ich, schon wieder ein bisschen zu viel. Weiß nicht, wie viele Instructions sie von diesem Survival-Experten, der ihnen da jeweils einen Vortrag halten soll, bekommen. Ja, aber das wäre dann schon fast wieder, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht machen sie das auch. Aber ich bin mir wirklich ziemlich sicher, da gerade eine Kokosnuss sowas Vielseitiges ist, die Kokospalme sowas Nützliches ist, als die Survival-Pflanze, das ist quasi die Birke der Tropen sozusagen, schlechthin. Kann mir nicht vorstellen, dass man da irgendwo hingehen wird, wo es die Kokosnuss nicht gibt. Zumal die Kokosnuss ein riesiges Verbreitungsgebiet hat und gerade an Inseln, auf den Stränden von Inseln eigentlich fast immer anzutreffen ist. Das ist auch ein ganz natürlicher Mechanismus, um da hinzukommen zu solchen Stränden, an den Rand von solchen Stränden. Darauf ist die Kokosnuss ökologisch sozusagen spezialisiert. Und die Inseln in Südostasien sind quasi ihre Heimat. Die gibt es auch auf anderen Inseln, ne, die in einer ähnlichen tropischen Zone liegen. Aber da wäre sie von alleine möglicherweise nicht hingekommen. Aber in Südostasien ist sie einfach einheimisch und gehört dahin. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es da keine Kokosnuss geben wird. So. Und an dieser Stelle sind wir dann nochmal an meinem kleinen Exkurs zur Kokosnuss angekommen. Alles, was ich dazu bisher noch nicht erzählt habe, würde ich jetzt hier noch gerade gerne erwähnen, weil die Kokosnuss eben bei der Auswahl meiner 7 Gegenstände essentiell, deren Vorhandensein essentiell ist. Und ja, ne, drum ist das wichtig. Übrigens, der Fritz hatte ja auch noch so einen kleinen Teaser in Anführungszeichen abgegeben, dass ja die Jahreszeit wichtig ist. Dass das wieder im August, Anfang September sowas stattfindet. Und das wäre dann übrigens auch die Zeit, wo normalerweise mit Kokosnüssen durchaus zu rechnen ist, dass man da auch welche finden kann. Und es ist gleichzeitig noch die Regenzeit. Und ja, ne? Also meiner Meinung nach ein bisschen verdächtig. Aber ich spekuliere bloß rum. Ich habe keinerlei Insider-Informationen, natürlich nicht. Gut, wie gesagt, Kokosnuss-Exkurs, aber ich sage euch schon mal Tschüss. Ne, als Vor-Ort-Typ mit Hut vor Wiese und alles Weitere, dann Voice-Over. Macht's gut. Tschüss. So, Kokos-Exkurs. Frage Nummer 1, ganz entscheidend, was man sich grundsätzlich immer stellen muss, wenn es um die Kokosnuss geht. Wer hat sie geklaut? Entschuldigung. Nee, also, das hier ist eine schematische Darstellung von Kokospalme inklusive Kokosnuss. Da sehen wir uns nachher noch ein paar realistischere Darstellungen an. Aber bevor wir jetzt mit der Kokospalme so richtig loslegen, müssen wir uns erstmal ein kleines bisschen Gedanken machen, was ist eigentlich eine Palme, wo ist die botanisch einzuordnen. Und das machen wir mal eben schnell. Braucht man das fürs Überleben? Nö. Wenn man es weiß, schadet es nichts. Und wer weiß, wofür es mal noch gut ist. Ne? Also, kurzer Exkurs Palme.
So, hier haben wir jetzt mal zwei x-beliebige Palmen. Das ist beides dieselbe. Die hintere sieht nur ein kleines bisschen anders aus als die vordere. Generelles zu Palme. Palme ist unten, wo sie aus dem Boden rauskommt, immer am dicksten. Das liegt tatsächlich daran, dass sie dann seitlich neben ihrer ursprünglichen Keimwurzel, als sie mal angefangen hat zu wachsen, noch ein paar zusätzliche Wurzeln daneben dran geklatscht hat und damit ganz unten in der Lage ist, ein Stück weit eben durch zusätzliches Wurzeln nebendran bilden. Adventivbewurzelung heißt das. Da dann halt eben noch ein bisschen extra Stützbiomasse aufzubauen, während sie dicker bzw. höher wird. Ne? Dicker wird sie nämlich gar nicht. Das ist der Knackpunkt. Der Stamm abseits dieses unteren Teils wird nicht mehr dicker. Also egal wie lange man diese Palmen hier jetzt noch stehen lässt, die haben im grauen Bereich ihres Stammes ihre Maximaldicke erreicht. Ende aus Armen. Da passiert nichts mehr, denn sie haben kein Kambium, wie das bei unseren heimischen Bäumen der Fall ist. Das ist dahingehend auch für Survival-Zwecke wichtig, weil ein Kambium, das hatten wir schon bei der ersten Staffel von Seven vs. Wild mal kurz besprochen, ansonsten weiß man es auch, wenn man mir regelmäßig folgt. Das ist die Wachstumsschicht eines Baumes, die unter der Rinde liegt und die hat ein paar Kalorien und ist essbar. Das hat eine Palme gar nicht. Da muss man also gar nicht erst versuchen, nach irgendwelchen Kambien zu suchen und darauf rumzuhacken und meint, da irgendwas Mampfbares finden zu können. Keine Chance. Der Stamm einer Palme ist bestenfalls als Baumaterial, Brennmaterial und das war's. Eigentlich für solche Zwecke nur zu gebrauchen. Was Essbares kann man da nicht entdecken. Es gibt auch keine essbare Palmenwurzel, braucht man auch gar nicht erst versuchen, sich da was auszubuddeln. Nein, da gibt es auch keinen Kienspan oder ähnliches drin. Also einfach mal sein lassen. So, ansonsten sieht man bei diesem Beispiel ganz schön, der obere Teil vom Stamm, das ist noch grün. Und dieser grüne Bereich, der stirbt regelmäßig ab und dann blättert er runter und hängt dann, wie bei der hinteren Palme zu sehen, als so ja ausgetrocknetes Material dann da unten runter. Und wenn das komplett abfällt, dann bleiben diese ja Striche bzw. diese Narben auf der grauen Rinde von zum Beispiel auch bei der vorderen Palme schön zu sehen, die bleiben dann hängen, wenn die da endgültig abgefallen sind, diese Reste vom grünen Bereich des oberen Stamms. Ja? Also manche Palmen haben sowas, andere Palmen haben sowas nicht. Das tut auch gar nichts groß zur Sache. Jedenfalls kommen wir dann auch schon in den Kronenbereich. Da haben wir wenige Blätter, die sind dafür dann aber riesig. Das haben fast also alle Palmen gemeinsam. Auch da gibt es natürlich wieder Unterschiede. Palme ist nicht gleich Palme. Dass einzelne Blätter sehr groß werden können. Und mit einem Palmenblatt kann man entsprechend auch schon sehr viel Zeug anfangen. Das ist ein wunderbares Baumaterial. Die Blätter werden gerne mal durchaus 10 Jahre alt, manchmal auch 20 Jahre und wiegen dann je nach Palme sowas Großes hier locker 15 bis 20 Kilo. Bei der Kokospalme auch locker 15, 20 Kilo. Man soll auch schon welche mit 25 gesehen haben. Das hängt auch immer davon ab, ob man die, während sie noch feucht sind, also da noch Wasser drin ist und sie gerade Photosynthese betreiben können, durch die Gegend schleppen möchte. Oder ob man ausgetrocknetes Palmenblatt transportieren möchte, das ist natürlich um einiges leichter, weil das Wasser nicht noch mitgeschleift werden muss. Ja, tolles Baumaterial. So, und in der Mitte von unserer Palmenkrone befindet sich der Vegetationskegel, wenn man den so nennen möchte, das Meristem. Meristematische Gewebe, muss man wissen, dienen dazu, dass da quasi jedes erdenkliche Material, das diese Pflanze zum Wachstum braucht, daraus entstehen kann. Das heißt, ein meristematisches Gewebe kann Stammzellen bilden, also nicht Stammzellen im Sinne von embryonale Stammzellen oder sowas, sondern Zellen eines Stammes in diesem Fall, oder Blattzellen oder Fruchtzellen tatsächlich oder Blütenzellen und so weiter. Das kann alles. Und damit es das alles auch hinkriegt, muss es sehr, sehr gut nährstoffversorgt sein und hat keinerlei Abwehrmechanismen. Drum sitzt auch dieses empfindliche Gewebe, das für die Palme wirklich wahnsinnig wichtig zum Wachstum ist, an einer gut geschützten Stelle, nämlich genau eben in der Mitte der Krone, wo du nur hinkommst, wenn du an den ganzen Blättern vorbeikommst. Und die Blätter sind gerne mal am Rand noch ein bisschen gesägt, ein bisschen gezahnt, sodass man sich da wunderbar wehtun kann. Man kann sich da auch prima dran schneiden. Manchmal sind sie auch einfach nur scharfkantig. Und ja, außerdem wohnen im Inneren dieser Palmen dann auch gerne mal irgendwelche Tiere, die mit dem Palmenherz, dieses Meristem nennt man auch Palmenherz, was anfangen können. Und die sind dann unter Umständen für uns wiederum gefährlich. Das heißt, an Palmenherzen rankommen ist immer so ein bisschen ein Knackpunkt. Aber, das möchte ich gleich mal dazu sagen, völlig egal, um welche Palme es sich handelt.
für Survival-Zwecke. Angenommen, man hat tatsächlich eine einfache Möglichkeit, um Palmen zu fällen. Oder irgendeine Katastrophe hat gerade einen Haufen Palmen umgerissen. Oder man hat es mit sehr kleinen Palmen zu tun, wo man oben noch bequem rankommt. Da kann man tatsächlich sich mit der Machete irgendwie die Blätter abhacken, versuchen ans Innere der Krone zu gelangen und findet bei fast jeder Palmenart, mal größer, mal kleiner, eben dieses Palmenherz, dieses meristematische Gebilde. Das sieht ein bisschen aus wie Spargel von der Farbe her, schmeckt nussig, frisch, angenehm, soll also wirklich wohlschmeckend sein. Wer sagt, das ist ja eklig, nachdem was probiert hat, der hat offensichtlich nicht das Palmenherz gefunden. Ich habe es noch nie probieren können, ist arschteuer und ist überhaupt nicht nachhaltig, aber für Survival-Zwecke, also bloß nicht kaufen, ne? Furchtbares Nahrungsmittel, ganz, ganz, ganz schlimm, da kannst du vorher 3 Sack Avocado fressen und die sind ja auch schon von der Klimabilanz her katastrophal, aber Palmenherz sind wirklich furchtbar, wie auch immer, für Survival-Zwecke im Dschungel, da wo es Palmen gibt, geht das, ja? Also diese Palmenherzen da rausschneiden. Ich habe da auch noch ein Bild von. Ja, das Bild dient aber grundsätzlich einfach nur im Prinzip dazu, dass man so eine grobe Vorstellung hat, wie das dann später aussieht, wenn man alles andere drumherum weggeschnibbelt hat. Und etwa haben die, wenn das eine große Palme war, die man zu dem Zweck extra gefällt hat, was man sich überlegen muss, ob man das wirklich tut. Weil so ein Palmenherz, das ist zwar essbar und das hat auch ein paar Kalorien, aber halt eben auch nur ein paar. Und der Aufwand, den man hat, um eine Palme zu fällen, ist wahrscheinlich größer als die Kalorien, die man letztendlich aus dem Futtern vom Palmenherz rausbekommt. Und die haben davon jeweils nur eins. Ne? Übrigens, die Palme ist hinterher kaputt. Also wenn man eine junge Palme nimmt und da das Palmenherz rauskloppt, dann wächst die nicht mehr weiter. Die ist dann im Eimer. Das ist das komplette Wachstumsgewebe für die gesamte Palme. Ja, also das bringt die total nachhaltig um. Drum ist Palmenherz ein durchaus zutreffender Name. Das ist so ähnlich, wie man bei uns eben tatsächlich auch das Herz entfernt. Dann sind wir auch recht nachhaltig kaputt. Ne? Und nur dass wir das wissen, dass diese generelle Option mit den Palmenherzen zur Verfügung steht. So, und das ist jetzt die Kokospalme. Warum ist die spannend? Naja, weil man die so ziemlich an jeder Küste im Tropengürtel potenziell finden kann. Warum? Naja, weil die Kokosnuss ein großer Schwimmkörper ist und die Kokosnuss als solche quasi, wenn sie dann ins Wasser fällt, und das, was ihr hier sehen, ist auch recht typisch, dass die Palme gerne mal in Richtung Strand quasi ausufernd ist, also auch von der Wuchsrichtung her sich so ein bisschen in Richtung Strand biegt, damit eben die Kokosnüsse tatsächlich, das ist durchaus mit ein Grund, warum die das tut, eben dann auch auf den Strand fallen. Der Strand meistens der Bereich ist, der zumindest mal bei starkem Wassergang, bei starkem Wellengang mal überspült wird und dann eben von den Wellen so eine Kokosnuss dann auch mal mitgenommen werden kann, aufs Meer raustreibt und im Idealfall treibt die dann tatsächlich rüber bis zur nächsten Insel und wird dann da an den Strand gespült und zwar vorzugsweise nicht nur auf den Sand, sondern auch hier wieder in den grünen Bereich, den wir hier sehen können, wo auch unsere Palme im Beispiel rumstehen, kann da dann keimen und dann gibt es die nächste Palme auf der nächsten Insel. Somit ist eben auch eine Insel-zu-Insel-Besiedelung für die Kokospalme relativ einfach möglich, weshalb eben auch hier, eben für unser Beispiel mit der tropischen Insel, die bei 7 gegen Wild möglicherweise eine Rolle spielen könnte, ist es sehr wahrscheinlich, dass es da Palmen gibt. Kokospalmen, genau genommen. Ja. Und andere Palmen durchaus auch möglich. Das heißt, für Palmenherzengewinnung, das sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten. Ich meine ja nur nicht, dass ich da vorhabe, irgendwie teilzunehmen, aber wer das vorhat, für den ist diese Info vielleicht für irgendwas gut. Wer weiß. Ja, aber das zur Ausbreitung der Kokospalme. Dazu gibt es auch noch ein schönes Bild. Denn hier sehen wir eine ausgetriebene Kokosnuss. Die kommt da also wirklich immer an der Spitze bzw. am unteren Ende eigentlich von der jeweils wirklich großen Kokosnuss, nämlich nicht nur das Innere, sondern alles, was noch drumherum ist, wenn man eine frische Kokosnuss findet, sind die nämlich durchaus viel größer als das, was bei uns dann in Trockenform sozusagen in den Handel gerät. Und da kommt jetzt die kleine Palme raus, treibt da raus und sollte die jetzt feststellen, dass sie an einem ungeeigneten Ort steht, ja, zum Beispiel noch mitten im Sandstrand und keimt dann da,
dann kann die mit der ganzen Energie, die in ihrer Kokosnuss drinsteckt, in ihrem mitgebrachten Vorrat sozusagen, kann die ziemlich weit dann noch austreiben, aus der Nuss also rauswachsen, einen ganz langen Trieb machen, bis sie für sich geeigneten Boden findet, um dort eine vernünftige Verwurzelung durchzuführen. Und erst dann verwurzelt sie sich und erst dann setzt sie quasi auf Photosynthese als Energie- und Baustoffquelle, um dann richtig groß zu werden. Das heißt also, die kann auch nach erfolgter Keimung noch eine gewisse Strecke zurücklegen. Und das erzähle ich alles deswegen, damit, um eben klarzumachen, warum mit der Kokosnuss in den Tropen an der Küste eigentlich fast immer zu rechnen ist. Ja, nicht immer, es gibt tatsächlich auch tropische Inseln ohne Kokosnuss, gar keine Frage, die gibt es auch, aber sie ist wirklich sehr weit verbreitet. Man geht auch davon aus, also manche, die sich mit der Kokosnuss beschäftigen, gehen davon aus, dass sie irgendwann wahrscheinlich auf jeder tropischen Insel angekommen wäre, auch wenn sie es von alleine noch eine Weile dafür gebraucht hätte. Sie ist aber dadurch, dass sie halt eben von uns auch angebaut worden ist und so ziemlich in jedem Bereich der Tropen, auch in sowohl Südostasien, wo sie herkommt, zu erwarten, als auch in zum Beispiel Mittelamerika, wo sie nicht hingekommen ist von alleine, vermutlich jedenfalls nicht, sondern angebaut wurde, sich jetzt aber durch den Anbau da auch wieder auf natürlichem Wege, wie gerade beschrieben, ausbreitet. So, also Kokosnuss ist durchaus realistisch, dass es die gibt. So, wenn es die gibt, was machen wir dann damit? Beziehungsweise, wie sieht dann so eine Kokosnuss im Detail aus? Das ist jetzt ein geöffnetes Exemplar, ist schon ein bisschen älter. Und was wir hier sehen können, sind im Prinzip alle wesentlichen Bestandteile, die so eine Kokosnuss ausmachen. Es handelt sich hier um eine Steinfrucht, im Grunde also sowas wie eine Walnuss, und hat als Steinfrucht die Gemeinsamkeit mit allen anderen Steinfrüchten auch, dass sie erstmal außen eine Art lederartiges Exokarp aufweist. Das können wir auf diesem Bild nicht so gut sehen, aber wenn ihr euch irgendeinen Dschungelfilm anguckt, wo irgendeine frische Kokosnuss geerntet wird, dann seht ihr sofort, die ist außen grün und hat eine sehr, sehr glatte Oberfläche. Das ist so ein lederartiges Material. Das kann als solches auch tatsächlich ein bisschen genutzt werden, für welchen Zweck auch immer. Aber wäre zum Beispiel eine wasserdichte Hülle, wenn man das vernünftig abgeschabt bekommt, um irgendwas wasserdicht einzupacken. Da gibt es natürlich noch Alternativen wie Blätter und so weiter und so fort. Aber ja, habe ich schon gehört, dass das in die Richtung verwendet wurde, wie man das jetzt handwerklich am besten umsetzt. Das muss man allerdings selber wissen, kann ich nichts wenig zu sagen. Aber das ist das Exokarp, dieses lederne Äußere, was wir hier eben genau das eine Teil, den wir nicht sehen, beziehungsweise wir sehen den Rand davon, genau an der Schnittstelle, wo die Kokosnuss aufgeschnitten ist, ziemlich glattes Material. So, dann gibt es das Mesokarp, das ist dieses faserige Zeug hier im Inneren, was ja den Großteil des Volumens der Kokosnuss ausmacht. Kokosfasern, also die zur Seilherstellung verwendet werden, die bestehen genau da draus. Man kann auch die alten vertrockneten Blätter von der Kokospalme, die so halb vertrocknet am Baum hängen, als Kokosfasern bezeichnen irgendwo. Das sind die gerne als Granulat für die Pflanzenzucht oder im Gärtnereiwesen verwendet werden. Das Zeug, was hier drin ist, sind wirklich einmal super lange Fasern, die gehen nämlich vom Ansatzpunkt unten bis zum Ansatzpunkt oben einmal durch. Ja, und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann kriegt man, und wenn man die schön zerfasert, kriegt man da so 30, 40 cm lange Fäden raus sozusagen. Und wenn man die miteinander verflechtet, dann gibt das ein tolles Kokosseil. Und das ist schon ordentlich, das hat Potenzial. Ja? Also damit kannst du im Grunde dein Paracord ersetzen und müsstest dann kein Paracord mitnehmen, wenn du dann weißt, wie man damit hantiert. Ich weiß es nicht, ich kann nur sagen, theoretisch geht das. Und würde ich mich jetzt wirklich ernsthaft auf so eine Insel vorbereiten wollen, dann wäre es mir jetzt schon wichtig, irgendwie zu versuchen, an so eine Kokosnuss mal ranzukommen im Vorfeld, um damit rumzuexperimentieren, ob man denn da in der Lage ist, da daraus irgendeinen Schnurersatz herzustellen. Zum Beispiel. Ja, das wäre schon ganz praktisch. Die Fasern als solche sind nicht besonders gut brennbar. Ich sage jetzt nicht, die sind gar nicht brennbar, aber wenn man jetzt denkt, man kann die im großen Stil mit dem Fire-Stil anreißen, dann müssten sie schon extremst trocken sein und schon eine ganze Weile rumliegen und von niemandem eingesammelt oder weggeschwemmt worden sein. Das ist eher unwahrscheinlich.
Aber ja, wenn einem gar nichts Besseres einfällt, dann kann man es ja mal mit diesen Kokosfasern versuchen. Aber nee, die sind wirklich nicht gut brennbar. Essbar ist davon übrigens auch nichts. Und irgendwelche Heilwirkungen oder für medikamentöse Zwecke würde ich auch die Pfoten von lassen. Andererseits, da in den Tropen grundsätzlich gilt, dass fast alle Oberflächen, die eine Oberfläche haben, die also den Elementen ausgesetzt sind und den Tieren und den sonstigen Wesen, die da noch so unterwegs sein könnten, Pilze, Aliens, Fritz, sowas in die Richtung. Die haben meistens keine keimfreie Oberfläche. Das heißt, braucht man irgendein sauberes Material. Dann ist eine gespaltene Kokosnuss, so wie es wie das hier, dann gar nicht mal so blöde, weil da sitzen normalerweise wenig bis gar keine Keime drin und aber auch da keine Ahnung, wofür das gut sein soll. Übrigens ein großer Haufen von diesen getrockneten Fasern. Nein, das ist kein Klopapier. Nur falls jemand auf die Idee kommen sollte. So, und dann sehen wir hier ja auch im Inneren die eigentliche Nuss. Das, was als Kokosnuss bezeichnet wird, ist ja dann eigentlich das Endokarp. Ja, doch, so heißt es. Und besteht im Grunde aus einer verholzten Hülle. Das ist das, was schwer aufzubekommen ist. Ja, das ist also eigentlich nicht wirklich Holz, größtenteils Sklerenthymgewebe, aber macht auch nichts. Ist jedenfalls wirklich schwierig aufzukriegen. Aber da drin finden wir dann einen Kern, der zunächst mal aus Kokosfleisch besteht, also diesem weißen Zeug, das natürlich essbar ist. Das muss ich niemandem erzählen. Da drin ist dann noch die Kokosmilch, die sogenannte, die mit Milch nichts zu tun hat, aber die durchaus trinkbar ist. Es wurde schon angemerkt, und da möchte ich mich anschließen nach einiger Recherche, wer frische oder so halbfrische, also das da ist eine halbfrische sozusagen, Kokosnuss nicht gewöhnt ist und da jede Menge Kokosmilch bzw. Kokoswasser draus säuft, der kann sich auch durchaus auf eventuelle Folgen, die das für den Magen haben könnte, einstellen. Das soll also nicht das erste Mal gewesen sein, dass bei Europäern, die irgendwo auf eine tropische Insel gefahren sind und da ganz viel Kokosnuss gesoffen haben, weil sie es lustig fanden, ja, Durchfallerscheinungen aufgetreten sind. Oder, das gab es wohl auch schon, das Gegenteil, dass man dann teilweise auch noch Verstopfung und nur Bauchweh und was weiß ich was bekommen hat, soll alles schon vorgekommen sein. Es ist einfach eine ungewohnte Kost für unseren Magen. Es könnte dementsprechend vielleicht sogar ganz hilfreich sein, wenn man sich daheim dahingehend an eine Kokosnussdiät vorbereitet, dass man schon mal ganz viel von dem Zeug mampft. Ja, also das meine ich durchaus ernst. Wer da Ambitionen haben sollte von den Kandidaten und zufällig mein Video sieht, man kann den Darm durchaus schon trainieren, dass der mit ganz viel Kokosnussverzehr besser zurechtkommt, indem man das daheim schon übt. Richtig. Ja? So, möglicherweise gibt es auch keine Probleme. Das weiß man immer vorher nicht. Jeder Darm ist anders sozusagen. Ja, jeder Mensch auch, aber auch jeder Darm. So. Und ja, die Flüssigkeit, das ist bestenfalls so 300-400 Milliliter maximal, was man da aus so einem Ding rausholt. Ist jetzt nicht nichts, ja, aber man muss auch noch mal ein bisschen üben, die aufzubekommen. Übrigens eine ganz, ganz frische Kokosnuss, da habe ich leider kein Bild zu gefunden, was brauchbar wäre. Die ist noch grün außen und da ist das Material auch noch sehr, sehr weich. Das heißt, man kann mit einer Machete meistens auch bis dahin, wo die eigentliche Nuss sitzt, alles abschlagen, vorsichtig, Verletzungsgefahr. Und kann dann auch die eigentliche Nuss selber, also den normalerweise sehr harten Bereich innen, problemlos öffnen. Und da drin befindet sich dann noch eine Vorstufe der Kokosmilch, die recht zuckerhaltig ist. Das ist also so ein süßliches Wässerchen. Auch gut trinkbar und hat vor allen Dingen auch noch ein paar Kalorien, weil das ist deswegen ein süßliches Wässerchen, weil sich aus dieser Zuckerlösung sozusagen dann nach und nach erst das Kokosfleisch, wie wir es hier sehen, bildet und das quasi für die Nährstoffversorgung bei der Bildung des Kokosfleisch zuständig ist. Also eine gute Sache, ein bisschen Energy-Drink-mäßig, wenn man so möchte. Ja, aber auch hier wieder, das ist möglicherweise noch gefährlicher für unseren Darm als so eine Kokosnuss, wie wir sie jetzt hier sehen. Ja, und im Grunde wäre es das fast gewesen. Ich blende euch nochmal die Originalpalme an, beziehungsweise die große Palme ein.
So, zu denen muss man nämlich jetzt noch wissen, wenn man unter einer Kokospalme liegt oder sich darunter aufhält oder sonst irgendwie, ja, und jetzt zum Beispiel die Hängematte zwischen zwei Kokospalmen hängt, wie ich das spaßeshalber ja schon vorgeschlagen habe, dann sollte man sich darüber im Klaren sein, dass das dann bitte Kokospalmen sind, auf denen sich gerade wenig bis gar keine, am besten Kokosnüsse befinden, weil von einer Kokosnuss erschlagen zu werden, ist auf einer tropischen Insel tatsächlich eine statistisch relevante Art, ums Leben zu kommen. Also tatsächlich kommt das so oft vor, dass es eben eine Statistik dazu gibt. Anders als beispielsweise, keine Ahnung, kuriose Todesarten in Deutschland, zum Beispiel an einem Fuchsbandwurm sterben, wirklich dran sterben. Da gibt es nahezu keine Statistik für, weil das so gut wie nie passiert. Das ist trotzdem eine ernstzunehmende Krankheit, aber von der Kokosnuss erschlagen zu werden, viel, 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 viel realistischer. Im Übrigen ist es auch realistischer, von der Kokosnuss erschlagen zu werden, als vom Blitz getroffen zu werden. Zumindest sofern man irgendwann mal in seinem Leben an einer Kokospalme vorbeigelaufen ist. Ja, das ist also durchaus, das darf man nicht ganz unterschätzen. Man weiß nicht, man kann es von unten nicht sehen, wann denn da mal was runterkommt und insbesondere, wenn Wind geht, und damit ist zu rechnen in der Regenzeit, wenn da also auch mal sturmartige Regenfälle runterkommen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass da die eine oder andere Nuss mal runterkommt und dann will man nicht runterliegen. Ne? Kriegt man eine Kokosnuss auf den Kopf, ist man hochwahrscheinlich tot. So. Das bedeutet auch, dass man beim Versuch, die von der Palme zu bekommen und da Steine hochschmeißt oder ähnliches, im Grunde wenig Chancen hat, irgendwas zu lösen, was nicht ohnehin gerade kurz vorm Runterkommen ist. Ja. Wenn das klappt, ist gut, aber in dem Fall könnte es auch wieder passieren, dass einem das dann auf den Kopf fällt. Da sollte man also auch wieder ein bisschen vorsichtig sein. Hochklettern, viel zu verletzungsanfällig, keine Chance. Also ja, nicht versuchen. Die Chance, dass man sich dabei irgendwie zumindest ein paar Kratzer holt, ist zu hoch, denn ein paar Kratzer werden sich in den Tropen, im Dschungel, insbesondere wenn man da wirklich auch vorhat, in den Dschungel noch ein Stück weit reinzulaufen, falls die Möglichkeit besteht, das weitestgehend sein zu lassen, aber man es trotzdem tut, kann man sich sicher sein, jeder Kratzer wird sich entzünden. Und entzündeten Wunden sind ein gefundenes Fressen für alles mögliche kleine Scheißzeug, was da unterwegs ist und was sich dann da ein bisschen heiter abholen möchte und den auch finden wird, weil der kommt sehr schnell zutage. Rüdiger Nehberg hat zwar mal gesagt, mit Eiter geht es heiter weiter, weil der geneigte Survivalist dann die Fliegen auffressen kann, die versuchen gerade in seinen eitrigen Wunden ja Eier zu legen. Und dann kann man die einfach schnappen und essen. Aber ist vielleicht nicht für jedermann diese Vorgehensweise. Also Eiter wäre dann doch vielleicht doch eher zu vermeiden. Ja, wie kriegt man die dann darunter? Naja, im Grunde ohne zu klettern gibt es da keine Patentlösung. Es wird nämlich geklettert in der Praxis. Oder direkt der Baum gefällt, das ist aber auch eher unwahrscheinlich. Es gibt sehr teure trainierte Affen, die hochrennen und die Dinger abdrehen, weil wenn man sie abbekommen möchte, am besten ist tatsächlich drehen, sofern man sie in die Hand nehmen kann. In seltenen Fällen findet man mal eine sehr niedrige Kokospalme, die trotzdem schon fruktifiziert und ein paar Kokosnüsse drauf hat. Und dann kommt auch noch erschwerend dazu, das wäre noch eine wichtige Info. So viele von den Teilen werden in den kleinen Gebieten, in denen die Kandidaten unterwegs sind, wahrscheinlich dann auch wieder nicht zu finden sein, weil die nur an der Küste direkt stehen und Küstenbereich, ne? Also wenn das so wie beim ersten Mal bei der Staffel 1 gehandhabt wird, stehen da nur ungefähr 500 Meter links und rechts vom Aussetzungspunkt zur Verfügung. Oder waren es insgesamt 500 Meter, das weiß ich nicht mehr. Aber maximal hat so eine Kokospalme 40 Nüsse ungefähr, wenn es keine Super-Ultra-Kulturpalme ist. Und von denen sind längst nicht alle gleichzeitig reif. Das heißt, pro Palme vielleicht drei oder vier Nüsse, die in Frage kämen, zur Verfügung zu stehen in diesen 7 Tagen. Von mir aus auch fünf. Und das sind auch nur die, die in Frage kommen. Wenn die kurz vorher runtergeplumpst sind, dann hat sie sich vielleicht schon wer anders geholt. Wenn sie jetzt gerade erst runtergeplumpst sind, hat man Glück gehabt. Wenn es entsprechend einen starken Wind, eine starke Wassereinwirkung gibt, dann werden die auch weggeschwemmt und so weiter und so weiter. Also die Chancen, dass da unendlich viele Kokosnüsse verfügbar sind, die sind gar nicht mal so gut. Ein paar werden es aber mit Sicherheit sein, zum Beispiel für eine initiale Wasserversorgung. Ganz praktisch, gerade wenn man jetzt da frisch hinkommt an das Gebiet und da wirklich noch ein paar Nüsse rumliegen, die im Laufe der Zeit runtergefallen sind und noch nicht weggespült wurden, dann ist das schon eine Möglichkeit. Aber man sollte halt sich schon nicht darauf verlassen, dass nur von Kokosnuss ernähren und dabei eine tolle Zeit haben, so wirklich funktioniert. So,
Aber viel mehr fällt mir zu den Dingern auch nicht mehr ein. Ach so, übrigens, das Holz ist durchaus aus Bauholz zu verwenden. Wer damit experimentieren möchte und eine richtig große Machete dabei hat, ja, ne, ist eine Option. Andererseits, ich würde es sein lassen. Warum? Naja, jeder Werkzeugeinsatz bringt auch immer das Risiko mit sich, sich mit dem Werkzeug zu verletzen. Gerade mit einer Machete kann das sehr, 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 sehr schnell gehen. Je größer das Messer, desto größer das Verletzungsrisiko. Das ist, ja, meistens tatsächlich so, gibt zumindest die Statistik her. Und in dem Sinne, ja, viel mehr an der Stelle nicht mehr zu sagen. Aber jetzt wissen wir so ein bisschen über die Palme hoffentlich Bescheid. Und wer schon vorher ausgeschaltet hat, der kriegt das ja nicht mehr mit. Aber ich sage jetzt nochmal Tschüss, diesmal aus dem Off. Und dann haben wir's. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.